Herzlich willkommen zur Harmonielehre. In dieser Folge geht es um die Entstehung des Tonsystems, das wir bis heute gängigerweise verwenden. Und damit um die Entstehung der Dur-Moll-Tonalität. In der letzten Folge hatten wir über die Kirchentonarten gesprochen. Und da hatten wir gesehen, dass sich die Musik, angefangen beim gregorianischen Choral, von einer Einstimmigkeit hin zu einer zunehmend komplexeren Mehrstimmigkeit entwickelt hat. Während dabei das Hauptaugenmerk zu Beginn mehr auf den einzelnen Stimmen lag, rückte dann mit der Zeit auch der Zusammenklang zunehmend in den Vordergrund. Ja, und so entstand langsam das Denken in Akkorden. Und jetzt passierte was ganz Interessantes. Man stellte fest, dass innerhalb einer Diatonik eine Akkordfortschreitung existiert mit ganz herausragenden Eigenschaften. Und das ist eine Akkordfortschreitung, die wir bis heute sehr gut kennen. Was macht diese Akkordfortschreitung nun so besonders? Zunächst einmal hat sie stimmführungstechnisch die bestmöglichen Eigenschaften. Erstens, es gibt einen Leitton. Das ist ein Ton, der sich halbtönig aufwärts in einen folgenden Grundton auflöst. Wir sehen hier, das H geht halbtönig aufwärts in das folgende C, den Grundton des C-Dur-Akkordes. Dann gibt es Gegenbewegung. Wir sehen, der Tritonus FH löst sich in Gegenbewegung auf in die Töne C und E. Und wir haben einen Quintfall im Bass. Und jetzt erinnern wir uns, das bedeutet, dass die Grundtöne dieser beiden Akkorde maximal miteinander verwandt sind. Nun gibt es innerhalb einer Diatonik mehrere Akkordfortschreitungen, die eine oder zwei dieser Eigenschaften haben. Aber es existiert eben nur eine einzige, die all diese drei Eigenschaften miteinander vereint. Und jetzt wird's spannend. Denn gleichzeitig mit dieser perfekten Stimmführung geht Dissonanz in Konsonanz über. Der erste Akkord enthält einen Tritonus FH und der löst sich eben in Gegenbewegung auf in eine kleine Sechste E und C. Und jetzt haben wir eben die Situation, mit perfektest möglicher Stimmführung geht ein spannungsgeladener Klang in einen Entspannungsklang. Und dadurch wird der Zielakkord von dieser Akkordfortschreitung zum zentralen Ruhepol der zugrunde liegenden Diatonik. Und dieser Ruhepol definiert nun das musikalische Zentrum und den nennen wir Tonika. Und den ersten Akkord, den nennen wir Dominante. Dominant heißt er übersetzt übermächtig und der Name ist durchaus berechtigt. Denn es ist die Dominante, die unsere Tonika und somit unsere Dur-Tonalität erzeugt. Und diese Dur-Tonalität, die ist jetzt nicht einfach nur modale Musik in Ionisch, sondern sie hat eine völlig andere Qualität, denn sie besitzt ein Zentrum, das viel stärker ist, als es früher in kirchentonartlicher Musik der Fall gewesen ist. Um das zu verdeutlichen, machen wir mal einen direkten Vergleich. Zunächst erinnern wir uns an das Stück Scarborough Fair aus der letzten Folge. Das steht ja in D-Dorisch und da hatten wir gesehen, dass der D-Moll-Akkord nicht nur besonders häufig, sondern auch an den prominenten Stellen auftreten muss, um D als Zentrum zu etablieren. Insbesondere also auch am Anfang und am Ende. Und jetzt schauen wir uns mal im Vergleich das Stück Just Friends von John Clenner an. Es steht in der Tonart F-Dur und wir sehen, wie vergleichsweise selten hier der Zentrumsakkord vorkommt. Hören wir uns nun mal an, wie dieses Zentrum, obwohl es so selten vorkommt, in das ganze Stück ausstrahlt. Musik.
es so selten vorkommt, ist das Zentrum die ganze Zeit als Referenzpunkt hörbar. Das Stück beginnt ja noch nicht mal mit der Tonika. Und in der Dur-Moll-Tonalität muss man auch nicht mit der Tonika aufhören. Das sieht man an dem folgenden Stück Rekordarmé von Joe Henderson. Das Stück geht durch mehrere Tonarten und endet dann zum Schluss in der Tonart F-Dur. Der Schlussakkord ist allerdings ein E7. Ich spiele mal die letzten drei Takte ab dem G-Moll-7-Akkord. Man sieht also, welche Kraft die Tonika hat. Und die bekommt sie durch die Dominante. Im Umkehrschluss bedeutet das aber jetzt, wenn ich modale Musik schreiben will, muss ich darauf achten, dass diese Kraft gerade nicht entsteht. Schauen wir uns nochmal unser Beispiel Scarborough Fair an. Da sehen wir, dass die Akkordfortschreitung G7 nach C nicht vorkommt. Und das aus gutem Grund, denn würde sie vorkommen, dann würde sich das Zentrum verändern und das Stück stünde nicht mehr in D-dorisch, sondern in C-Dur. Hören wir uns das mal an. Ich spiele einmal die erste Zeile und hänge dann die Akkordfortschreitung G7 nach C-Dur hinten dran. Und da hört man, obwohl ich nur Akkorde verwendet habe, die auch in D-Dorisch leitereigen sind, kippt das Zentrum sofort nach C-Dur. Jetzt werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Struktur der Dur-Tonalität. Zunächst mal können wir festhalten, die Dur-Tonalität ist vom Tonvorrat her gleich ionisch, das ist klar, denn es gibt innerhalb einer Diatonik nur einen Dominantakkord, und dessen Zielklang steht auf der ersten Stufe einer ionischen Tonleiter. Dieser Zielklang ist das Zentrum und den nennen wir Tonika. Dieser Akkord ist insbesondere ein Dur-Akkord. In der Oberquinte befindet sich, wie wir schon gesehen haben, die Dominante und die ist ihrerseits auch ein Dur-Akkord. Und auch in der Unterquinte befindet sich ein Akkord, das ist die Subdominante, ebenfalls ein Dur-Akkord. Und das ist jetzt eine ganz interessante Struktureigenschaft. Denn auf der Oberquinte und auf der Unterquinte, naja, das sind gerade die Stufen, die mit dem Zentrum vom Quintenabstand her engstmöglich verwandt sind, da stehen eben Dur-Akkorde genau wie im Zentrum selbst auch. Und diese Struktureigenschaft der Dur-Tonalität wird auch in der nächsten Folge eine Rolle spielen. Da geht es nämlich um die Moll-Tonalität. Zum Schluss, wie immer, der Literaturhinweis. Weiterführende Informationen findet ihr in dem Buch Jazztheorie Band 1, erschienen beim Bärenreiter Verlag. Und ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß beim Musikmachen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.